Jo, herzlich willkommen zurück bei EDS2 und wir sind ja kurz vor Rotterdam, von Stuttgart aus, nicht von Mannheim, was ich gesagt habe, Hannover habe ich gesagt. Ist ja von Stuttgart aus. Also, wir wollen gerade weitermachen und etwas habe ich gemacht. Noch neu. Gut, Lackierung habe ich anders gemacht. Noch. Ich sehe nämlich sehr cool aus, muss ich sagen. Fotos machen. Gerade drei Fotos gemacht. Und das Nummernschild unten. Da habe ich jetzt ein Namensschild. Und zwar geht das, wenn man sich bei worldofdrugs.com anmeldet, dann kann man dort ja Fotos aufladen, Screenshots und das Nummernschild ändern. Und ja, dann stellt man mir viel. Jo, das wär's. Mehr geht ja nicht. Also, es ist ja nicht ein Mod. Aber wäre noch cool, aber ich glaube, das wäre ein bisschen kompliziert in dem Spiel. Also, da Multiplayer vor allem. Aber vielleicht kommt ja so etwas noch. Jo, also. Auf nach Rotterdam. Naja, Geldscheffle, weil man. Lastwagen kaufen, die Leute einstellen, Garagen kaufen, aufrüsten. Also das heisst, schlussendlich müssen wir Millionen machen. Außer du machst einfach, sagst du, ja komm, ich bin zufrieden da mit 2, 3, 4 Garagen oder irgendwas, ich was. Und Lastwagen einstellen, so dass einfach wirklich genug Kohle reinkommt. Und mir langt das. Ein anderer sagt vielleicht, nein, jede Garage, die ich reinnehmen kann, nehme ich. Gut möglich, wer weiß. Und ja, ich versuche sicher auch möglichst viel, aber vor der Hand einfach mal eine Garage zum Laufen bringen, so dass sie wirklich Gewinn bringt. Das ist jetzt einfach mal mein Ziel. Sicher kommt dann immer mehr dazu. Wenn man die Lastwagen aufrüstet, das kostet ja auch Unsummen. Also gibt es nichts anderes wie fahren, fahren und nochmal fahren. Ja, ich bin gespannt, wenn das nächste Mal oder wenn wieder irgendetwas rauskommt, patchmäßig. Ob es sich jetzt ETS2 selber oder Multiplayer, was ich toll fand. Version noch ein bisschen aufgeschraubt. Ja, ich schaue viel mal bei so einer Kurve oben drauf, weil sehe ich einfach nicht. Ja, also bei den Russen da, die RUS, das ist ja Russland. Alle, also muss sagen, wirklich alle, die so etwas in ihrem Namen inne haben, nehmen ja, die kommen von den Dänen. Aber so, wenn man die kreuzt auf der Straße und gehst mal rüber oder so, hey, ciao, wenn du stundenlang keinen angetroffen hast, ich sage mal 90%, wo null reagiert oder so. Ich weiß nicht, fragen die ohne Ton oder ja, das kann natürlich auch nicht hinlegen. Aber was da bei uns rumfährt, sie sagen jetzt mal da so Deutschland und Umgebung, was in Deutschland und drumherum ist ein bisschen. Also man sagt die schon. Aber da, was vom Osten herkommt, nee.
Das ist aber jetzt wirklich. Es hat ja noch ein bisschen schneller dürfte sein. So. Ja, wir haben ja unser Volvo auch noch im Campen nicht ausgerüstet. Also. Ich denke mal, bei anderen Pneu besser wie drauf sind, dann hat das Ding auch alle anders. Wir sehen ja nicht gerade die letzten Sekunden von der Kurve bremsen, das ist die andere Seite. Ja, was habe ich noch? Lenkerrad, ich fahre ja mit Lenkerrad und. Aber ich habe so einen wirklichen Steinholz. Also, ja, wenn man jetzt Computerzeitalter anschaut, die Entwicklung so von den ersten Computern bis jetzt, also das nimmt ja so extrem zu. Das ist ja ganz extrem. Und so bei den Eingabegeräten, sei das Maus oder weiss der Geier was, ist ja das eben genau dasselbe. Und ja, und mein Lenkerrad, das ist jetzt so wirklich. Das ist schon 10 Jahre alt. Und das, ja, wenn's, also, oder wenn es. Oder mehr sogar, ich weiß nicht mehr. Ob das noch nicht schon. Nein, das ist schon mehr als 10 Jahre. Und das ist ein Logitech. Force Feedback, irgendwas Gutes so. Also ein steiles Ding. Und zum Rehen ist es so. Ja, weil das Ding, das Steuerrad selber, das lottert, man hört es ja. Das lottert schon ziemlich. Aber es ist sehr gut noch zum Fahren. Aber sicher lange nicht mehr das, was es immer ganz am Anfang ist. Und jetzt will man ein neues kaufen, und zwar das G27. Und das kostet bei uns doch eine ganze Menge. Müssen wir schauen, ob das vielleicht ein bisschen billig reinbekommt. Aber mal gucken. Aber das wird man wahrscheinlich, also wahrscheinlich, nein, wird man das auch reinnehmen. Ich glaube, das ist nur so ziemlich. Also, was ich jetzt so ein bisschen geschaut habe, ist steuerregelmäßig das bessere Wohnen ist. So, jetzt haben wir noch 100 Kilometer. Genau, wie ich sage. Ja, sorry, aber ich bin hängen geblieben, aber dann bin ich auf links und mache halt. Das ist eben das, und ich bin auf dem Gas geblieben. Aber das sollte man ja nicht. Sonst hält sie dann irgendwo noch im Skiatüse. Ja, Rotterdam, da sind wir noch nicht gesehen. Ne? Da sind wir jetzt noch nicht gesehen. Die haben mit ihren Rundum-Routen. Jo, wenn der wirklich schwer Transport ist, ist okay, da sagt doch kein Mensch etwas. Aber doch nicht, nicht da. Also im Einzelspiel muss ich sagen, eben da baue ich auch wieder langsam die Mozi. Weil manchmal geht es einfach nicht mehr, oder der Spielstand geht nicht mehr. Und dann fährst du wieder vorne an. Dann habe ich ja nicht gerade wieder alle 10, 15 Mods oder 20 oder weiss der Geier was. Oder hast du, kriegst du ja wieder auf das Mal rein, dann musst du wieder Note ins Note. Eins am anderen. Also ich fahre immer mit den Maps an zuerst. Die mache ich immer zuerst. Das ist ja TSM 5.1. Noch gleich 5.1, ja. Und nachher machst du mal. Fahrst du mal eine Weile, ein paar Fahrten. Kannst du nicht rein. Manchmal eben, sagen wir, wenn du Trailer-Mod hast, dass es ja ein paar Fahrten geht, bis sich das irgendwie aktiviert.
Also ja, ich sage es jetzt einmal so. Es ist ja nicht, du machst den Mott rein und peng. Ich kann jetzt dort gehen, da und das oder das und das laden. Das funktioniert nicht. Oder in den wenigsten Fällen. Gewisse Motti sind gerade da, das ist schon.